Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren, gepaart mit einem Hidden Pet Guide. Und zwar wollen wir uns heute den Erfolg globaler Schwarm anschauen. Den finden wir einmal unter Haustierkampf und dann Kampf. Und dafür müssen wir insgesamt 4 Meister besiegen. Und zwar sind es alles Elementare, die wir hier auf den auf der verbotenen Insel einmal finden. Und da gibt es immer eine World Quest. Jeden Tag gibt es eine andere World Quest, die switchen. Und ja, wenn man alle einmal durch hat, gibt es dementsprechend das Achievement. Das ist nicht sonderlich specialig, aber die World Bosse oder World Pet Battle Bosse haben quasi hier eine Special Mechanik. Und zwar haben die eine Qualitätsstufe. Und ihr seht, der hier ist zum Beispiel jetzt gerade legendär. Und wir können diese Qualitätsstufe verringern, indem wir die Bosskämpfe, die hier außenrum sind, absolvieren. Und zwar seht ihr, haben wir da kleine Viecher und wenn wir die umhauen, verringert sich immer die Qualitätsstufe um 1. Dann gehen sie runter auf die Qualitätsstufe von legendär auf episch und von episch auf rare, wenn wir 2 umhauen. Wenn wir die Bosse hier in der raren Qualitätsstufe töten, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir ein Pet bekommen. Und zwar kann ich jetzt mal schnell hier reingehen, wenn ich jetzt mal hier verbotene Insel eingib, dann seht man, haben wir hier zum Beispiel ein Wasserpad, Fluss heißt es, oder ein Feuerpad, Lauffeuer, oder hier Vortex habe ich auch schon. Und die gibt es dann immer quasi noch zusätzlich dazu. Die werden hier nicht in der Liste angezeigt, bis ihr sie quasi selber erspielt habt. Die sind wie gesagt halt hidden. Dementsprechend, wenn ihr meint, ihr habt alle Pets, dann gibt es halt hier noch ein paar extra. Gut, jetzt würde ich sagen, hauen wir erstmal die Qualität von ihm ein bisschen runter. Ich habe jetzt einfach hier die Zandalari-Kombi genommen. Und hoffe, dass die gegen diese Pets jetzt hier gut sind. Eben hab... nein, Moment, das ist nix. Die sind ja gegen schlecht gegen Windviecher. Okay, wir müssen eine andere Kombo nehmen. Das wird, glaube ich, hier nicht funktionieren. Das hatte ich jetzt nicht mit einberechnet. Obwohl, wir probieren es mal. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Normalerweise hauen die eigentlich relativ viel Schaden raus, die Zandalari-Viecher. Wie viel hatten der? 400 Tempo. Wahrscheinlich nicht rüberkommen. Ist, dass das jetzt ein Kleintier ist. Ja, das ist immer noch schneller. Okay, die sind dann doch ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Das macht es halt weniger Schaden, ne? Wenn es blöd läuft, reicht das halt nicht. Schon ganz gut reingescheppert. Okay, es reicht trotzdem. Also, war schon knapp. Vorher habe ich es mit dem Chromagus probiert. Da habe ich fast... Da habe ich das Nachsehen gehabt. Das hat jetzt hier funktioniert, obwohl die schlecht gegen den sind. Jetzt müssen wir mal gucken. Seht ihr, jetzt ist der auf eine Qualitätsstufe runter, auf episch. Jetzt müssen wir quasi nochmal so ein Viech besiegen. Aber wir haben ja gerade gesehen, das funktioniert eigentlich soweit. Jetzt müssen wir überlegen, machen wir es nochmal so rum. Eigentlich sollte ich es jetzt nochmal genauso spielen, aber jetzt gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ihn sogar schneller gekillt. Das Gute ist, er haut halt den Gewittersturm auch noch drauf, ne? Das hilft uns sogar. Na, dann holen wir den rein. Ja, ich bin halt schlecht gegen ihn und er ist halt gut gegen uns, naja. Ich habe vorhin wie gesagt, mit Chromagus versucht, ihn umzuhauen, aber ihr solltet beachten, der kann maximal 35% von seinem Leben als Schaden bekommen, weil es als Bossgegner er quasi zählt. Und zusätzlich ist es nur so, dass er insgesamt nochmal 50% weniger Schaden kriegt, also ihn so schnell wegkritten scheint leider nicht drin zu sein. Ach komm, hat er jetzt noch... 76 Leben hat er nur über. Das ist doch belastend. Aber mit dem letzten kriegen wir ihn bestimmt. Wenn er sich jetzt nicht krass hochhält. Naja, gut. Okay, da geht er down. So, jetzt haben wir quasi 2 getötet. Jetzt müsste er auf Rare sein. Seht ihr, er wird auch kleiner. Genau, jetzt ist er hier auf Rare. Und jetzt hole ich meine Combo raus, die ich mir vorher einmal abgespeichert hatte.
Und zwar. Ah ne, nicht speichern, sondern ich wollte die eigentlich laden. Ups. Ah, Mist, jetzt habe ich es verkackt. Okay, dann müssen wir uns die nochmal raussuchen. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Dann kann ich euch eh nochmal zeigen, welche ich mir dafür hole. Die verzauberte Laterne nehmen wir jetzt einmal. Dann nehmen wir huschende Schlundratte. Und dann nehmen wir Bernsch. Genau, den haben wir. Steinstecher haben wir genommen. So, und von den Fähigkeiten nehmen wir hier die 1, da nochmal die 1 und hier auch nochmal die 1. Hier die 2, die 1 und die 2. Und hier habe ich die 2, die 1 und die 2. So, dann schauen wir mal, wie stark der bebend ist. Sonderlich viel dürfte er jetzt nicht mehr können. Seht ihr, der hat jetzt nur 2000 Leben. Ich glaube, wenn der auf legendär ist, dann hat der bis zu 4000. Ne? Und dann wird es natürlich anstrengend. So, dann nehmen wir erstmal den Seelenschutzzauber als allererstes. Dann können wir als nächstes die zweite Fähigkeit wählen, das Erleuchten. Danach switchen wir, und zwar zu der Ratte. Da können wir Schleichender Wahnsinn benutzen. Ach, der hat hier das Sonnenlicht, ne, und will sich dann heilen. Ah, ja, geht. Dann tollwütiger Schlag. Dann switchen wir weiter zum Bernsteinstecher. Ich bin jetzt das Bärengefängnis einsetzen. Nächstes glühendes Toxin. Dann switchen wir wieder zurück zu der Laterne. Wir machen jetzt wieder quasi dieselbe Kombo. Fangen wieder an einfach mit der dritten Fähigkeit, Seelenschutzzauber. Dann machen wir das Erleuchten. Dann wechseln wir wieder zu der... Ah, Mist, habe ich zum Falschen gewechselt. Naja, gut, egal. Ah, ne, doch, passt. Machen wir Raubtierschlag hier. Und das können wir jetzt eigentlich durchziehen, bis er down ist. Einmal das Bärengefängnis. Schon wieder zum ersten. Seelenschutzzauber. Leuchten. Gehen wir wieder auf die Ratte. Schleichen den Wahnsinn drauf. Jetzt können wir eigentlich mit der Ratte mal ein bisschen durchziehen. Jagen wir sie mal hoch, die Ratte. Mal gucken, ich glaube, ich habe zwischendrin ein bisschen verkackt. Ah, ne, ist gestorben, perfekt. Wunderbar. So, und jetzt haben wir einmal das Achievement eingeheimst, wie ihr gesehen habt, und dann auch das Hidden Pet, wie ich gesagt habe, weil wir es einmal runtergeschwächt haben. Bei den anderen Pets funktioniert das ganz gleich. Und ja, das war jetzt definitiv der schwerste Bosskampf, würde ich sagen, weil der Erdmob so ein bisschen nerviger ist. Die anderen sind relativ leicht, wenn ihr sie geschwächt habt. Die könnt ihr mit jeglichen Gegnern besiegen. Solltet ihr ja trotzdem Probleme haben, was ich immer empfehlen kann, ist folgende Seite, wo ich jetzt auch mir teilweise die Fights her habe. Und zwar ist das www.petguides.com. Und dort geht ihr auf Dragonflights und dann The Forbidden Reach. Und dann habt ihr hier quasi an der Seite die verschiedenen Pets dabei und auch in der verschiedenen Schwierigkeitsstufe. Ne? In quasi legendär, episch, rare. Und dann könnt ihr die dementsprechend raussuchen. Oft sind es dieselben Kombos. Ich würde aber immer empfehlen, dass ihr es auf Rare einmal spielt, weil es da definitiv einfacher ist und ihr ja zusätzlich auch noch dann ein Pet erhaltet. Das war's mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.